Karl-Heinz Roland. Markus Feinbier, der Neue aus Aachen, hat sich gut bewegt, ohne heute im Ludwigspark viel zu bewegen. So war er auch beim Führungstor der SG Wattenscheid nach 10 Minuten nicht direkt beteiligt. Die zweite Sturmspitze der Gäste, Emil Hammer, völlig frei, das 0:1 im Ludwigspark. Dass Hammer, wie einige Saarbrücker meinten, im Abseits stand, ließ sich von der Kamera nicht beweisen und hat auch Trainer Jupp ten Hagen überhaupt nicht berührt. Das Führungstor für die SG aber motivierte den ersten FC Saarbrücken. Beste Chancen, wie hier durch Patrick Glück, ließen die Saarländer allerdings ungenutzt. Torwart Peter Martin im Blickpunkt. Außer einigen Kontern war vom Team aus Wattenscheid in der ersten Halbzeit nichts mehr zu sehen. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Wattenscheid reagierte nur, Saarbrücken machte das Spiel, jetzt allerdings mit Erfolg. Korvalan, Steven Musa, der Mittelfeldspieler der Saarländer, und Sambo Cioci, der für Adriano da Silva gekommen war. Erster Ballkontakt mit sehr viel Gefühl, Überschlussmann Peter Martin und direkt ins Tor. 3500 Zuschauer jetzt zufrieden. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Wieder Sambo Cioci auf Juan Carlos Corvalan. Der Argentinier macht das 2:1. Er neben Cioci, bester Mann beim ersten FC Saarbrücken. Aus 0:1, 2:1 die Führung für die Saarländer. Fast im Gegenzug dann aber ein Freistoß von Frank Süß. Libero Mirko Stark dank freundlicher Unterstützung des ersten FC Saarbrücken das 2:2. Das war auch der Endstand, schmeichelhaft für die SG Wattenscheid. Und der Neue, Markus Feinbier, hat heute nur gratuliert.